Ja moin, Brudingus. Ja, willkommen zurück zu Rocket League für die Switch. Ja, natürlich online, ist ja auch ganz klar. Ja. Wir sind in 3 gegen 3 gegen Nintendo-Leute und mit Comms und... Ja, da hat der Computer direkt mal ein Tor gemacht. Nice. Ja. Wie man sehen kann, anhand dessen befinden wir uns hier auch gerade in einem Raum mit, ja, Blutsanfängern, ne? Wir haben einen Anfänger, glaube ich, hier im Raum drin. Und zwar der Jurfa. Das könnte eine spaßige Runde werden, ne? Das könnte eine lustige Runde werden, ja, du kleines Schwein. Das könnte Spaß machen. Das könnte dann doch wirklich eine lustige, rustikale, schöne, leckere Runde werden hier. Bin mir auch sehr sicher. Ja. Wollen wir ja ganz kurz hier mal so anmerken, ja? Sehr gut. Hier fühle ich mich wohl. Ja, es tut mir leid. Ach nein, jetzt hat Jurfa das Spiel verlassen. Oh nein. So, aber es ist ein Profi reingekommen. Und der könnte eventuell das Ganze drehen, ne? Ist er gerade erst reingekommen? Ja. Schon hat er ein Tor gemacht. Aber es steht 3-1. Wir haben einen guten Vorsprung und ich weiß jetzt nicht so ganz genau, was der Typ drauf hat. Ich meine, nur weil er den Ball jetzt mal so reingeschossen hat, muss es ja nicht heißen, dass der gut ist, ne? Ja. Übrigens wieder mal kein Lobbyspiel gegen Abonnenten, weil ich mir unter der Woche nicht zutraue, dass so viele Leute, naja, online sind, keine Ahnung. Ups, was mache ich denn da? Was tue ich denn dort nun? Weg mit ihm nun. Mit die scheiße Ball. Ja, ich glaube, der Easy, der ist nicht auf den Kopf gefallen. Der weiß, wie man Rocket League Ru spielt. Oh, der geht schön drauf. Der geht schön. Der nein! Ich glaube, ich wäre sowieso zu schnell gewesen und der wäre, glaube ich, übers Tor gegangen. Ja, er hätte dann bestimmt einen Abstoß gegeben. LOL! Oh Mann, ich treffe den Ball nicht! Ich komme mir in gewisser Weise noch dummer vor als diverse. Oder schlechter vor als gewisse Leute hier im Raum. Wenn ich den Ball treffen würde, würden wir auch. Ja. Locker gewinnen. Weil wir auch dementsprechend mehr Tore machen würden. Weil ich glaube, ich habe jetzt schon 2 Chancen vergeben. Oh Mann, was macht er denn da? Jetzt den Ball eigentlich. Oh ja, ja, nein! Wenn man halt schon so vorberechnet, da wird der Ball hinfliegen und dann kommt so ein Gegner um die Ecke und haut den Ball weg. Fängs. Für gar nichts. Ja. Ja, nice. Ja. Gut. Das ist gerade so ein Krimi, ne? Hä, ich dachte, ich hätte den Nitro eingesammelt. Ich wollte ihm jetzt gerade ziehen, ne? Ah, ich sammle die Befreiungsschlagpunkte. Mm, oh ja. Und auch von solchen Bällen, wo ich denke, okay, die treffe ich, kommt dann irgend so ein Lelek und schießt und ja, trifft den vor mir. Also. Ist das dieser Dizzy gewesen? Ich meine, man muss ja auch sagen, es kam ja auch schon jetzt bei den Gegnern ein weiterer Typ rein, ne?
Also, es steht gerade einfach ein Adam, von dem ich jetzt nicht weiß, was er drauf hat, weil es da nicht steht. Und ein Kai gegen drei richtige Leute, obwohl jetzt auch bei uns einer reingekommen ist. Oh Gott, Junge. Oh Gott. Okay, irgend so ein Smiley-Typ einfügen ist jetzt auch im Raum drin. Okay, interessant. Oh Mann, Alter. Das ist gerade... Ich guck, so muss man halt sich das unter Noobs vorstellen. So spielt man Rocket League für Noobs. Aber jetzt vielleicht mal wieder ein Tor machen, damit wir ein bisschen mehr Luft kriegen hier. Nein. Selbstredend nicht. Aber wenn ich jetzt nochmal den letzten Angriff verteidige, dann, so Gott will, haben wir dann natürlich eins knappen Sieg, Brudingos. Guter Schuss, Brutz. Ist das ein Smiley oder? Slash 0, Doppelpunkt C. Das Doppelpunkt C, das kann ich erkennen, aber was ist Slash 0? Was ist das? Ja, Bulli, du alte Sau. Du mieses Schwein. LOL. Okay, gutes Spiel, Brudingos. Ich war wertvollster Spieler? Krass. Bestimmt nur, weil ich sowieso Erster war, oder? Ja. Das ehrt mich, dankeschön. Okay, wir sind auf jeden Fall vier Leute, das heißt, wir können den Raum weiter leben lassen. Das ist gut. Mit PC-Spielern und so wäre das nicht gegangen. Der hätten schon die Hälfte oder so den Raum verlassen, weil die sich denken, oh, das sind ja nur Semi-Profis, weg mit denen. Oh, das ist eine unfaire Konstellation. Und ist wieder alles unsichtbar hier, schön, nice. Alles wieder schon unsichtbar. Und ich dachte, Rocket League wird transparent. Ja! Ich meine, er hätte den Ball sowieso nicht getroffen. Oder? Oder? Nice. Ja, hätte ich den Ball mit vollem Karacho getroffen, wäre er vielleicht auch ins Tor, in Richtung Tor gegangen. Vielleicht auch ein bisschen rechts vorbei, aber vielleicht auch ein bisschen nicht. LOL, das ist mein Nitro. LOL. Da. Ja. Heißt, drei Idioten treffen den Ball nicht. Oh, ich hätte den fast kaputt gemacht. Hätte ich auch zu gerne gemacht. YOLO HD! Das ist der Ausgleich. Nice. Oh Mann. Kein Problem. Kein Problem. Kein Problem! Ja! Wir müssen wieder uns auf die nötigen Kräfte berufen. Und zwar die Kraft aus dem Inneren. Die Kraft aus dem Inneren. Oh, ja. Die Kraft aus dem Inneren!
Ja! Scheiße! Habe ich denn verhindert, dass der reingeht? Fuck. Oh, ein Experte. Ja, das kann ja spannend werden. AKA, das kann ja verloren gehen. Ja. Ja. Kein Problem. Mann, was ist denn das? Das kommt davon, wenn man alles in doppelter Geschwindigkeit abspielt. Ja, schieß den Ball weg. Mach dich wenigstens zu etwas nützlich. Nein, was machst du denn, Alter? Lass mich doch durch. Was steht denn da so rum? Hat er denn nicht gesehen, dass ich hier stand? Ja. Autsch. Oh mein Gott. Weg damit. Ach komm schon, dass sie immer so den Ball treffen, dass er in unser Tor geht, weißt du? Aber wie bei uns natürlich nie. Oh mein Gott! Ah! Ja. Die machen noch schön den gegnerischen Teammate fertig, von wegen, was das denn für eine Parade gewesen wäre und so. Sowas ist nett. Oh mein Gott. Gut, dass wir da echt jemanden dabei haben, der jetzt nicht der übertriebenste Vollidiot ist. Ich glaube, Ussi, ich glaube, er kann ein bisschen was, ja. Gegensatz zu mir, der ständig die Bälle nach ins eigene Tor pfeffert, ne? Obwohl ich es eigentlich gar nicht wollte, aber. Oh mein Gott, los, Bruts, los, Bruts! Fick dich mal. Hättest du mich nicht geschubst, hätte ich den sogar reinbekommen. Vielleicht. Ich hätte ihn erstmal getroffen und das wäre auch schon mal ein Anfang gewesen, ne? Denn der Anfang ist natürlich der Beginn von allem, ja? Wäre das der Anfang gewesen, wäre viel mehr möglich gewesen. Komm schon, jetzt noch irgendwie den Ball reinkriegen. Und zwar so, nein! Was? Wer lädt mich da gerade ein, hä? Wäre die Schrift nicht so klein, würde ich das vielleicht sogar lesen können. Ja, los! Scheiße! So, ich denke mal, das werden wir verlieren. Ich sollte mich auf jeden Fall immer im Tor behalten, weil, keine Ahnung, ich den Ball bestimmt retten kann. Da vielleicht auch in diesem Sinne so. Warum habe ich den Ball da jetzt nicht zuerst treffen können? Warum? Was ist da der Grund für gewesen? Kann mir das jemand erklären? Oh mein Gott! Oh, wäre auch zu schön gewesen. Nice HD. Wingardium Leviosa!
Avada Kadaver! Avada Kadaver. Wer kennt's nicht? Nein! Ey, sorry, Mann! Scheiße! Ich hab ihn einfach weggeschubst! Fuck! Guckt mal. Er hat sich gerade schon bereit gemacht. Ich hab ihn weggeschubst. Fuck. Ja, danke schön. Kann man, glaube ich, so stehen lassen. Brudingos, ich glaube nicht, dass dieser O-Typ nochmal mit uns spielen will. Wir sind ihm, glaube ich, ein bisschen zu dumm. Ich wäre raus. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein. Ciao. Triso. Was auch immer das heißt. Ich muss da etwas genaues drauf antworten. Und zwar, Triso, darauf antwortet man natürlich mit, richtig, Quattro. Wer kennt's?